Studentin Inge Deutschkun hat die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten in Berlin überlebt. Nach dem Krieg schrieb sie ihre Geschichte in einem Buch mit dem Titel »Ich trug den gelben Stern auf«. Inge Deutschkun arbeitete als Journalistin in Deutschland und in Israel, wo sie heute lebt. Wir haben uns selber eine Szene aus Inges Leben ausgedacht, die wir euch nun vorspielen wollen. Inge und ihre Freundin Lisa wollen ohne Judenstern auf die Straße gehen. Inge und Lisa haben sich verabredet und beratschlagen gerade in Inges Zimmer, was sie machen könnten. Du Inge, meinst du das heute wirklich ernst, dass du gesagt hast, dass du schon länger mal planst, ohne Judenstern durch die Straße zu gehen? Ja klar, ich hab's echt total satt, immer so blöde angesehen zu werden. Und wenn wir den Judenstern mal nicht an der Jacke tragen würden, würde das bestimmt auch keinem auffallen. Meinst du echt? Natürlich. Was hältst du davon, wenn wir das mal machen würden? Wie, jetzt? Ja, aber klar, jetzt, wann denn sonst? Ich will es ja nicht so recht. Ich hab da so ein ungutes Gefühl. Aber zurzeit sind nicht mehr viele Menschen auf den Straßen, die uns kennen. Außer die Nationalsozialisten. Aber von denen weiß doch keiner, dass wir Juden sind. Und nachweisen können sie es uns auch nicht. Was, wenn doch? Ach Mensch, ist da doch kein Spielverderber. Wir können in den Knast kommen, wenn man uns erwischt. Wir finden uns doch gerade sowieso schon so gut wie im Knast. Jedenfalls fühle ich mich so. Ach komm, schau doch nur für ganz kurz. Wie willst du das machen? An allen unseren Mänteln sind Judensterne. Dann ziehen wir halt einfach keine Mäntel an. Na gut, aber wirklich nur für ganz kurz. Inge? Ja, Mutti? Wo wollt ihr denn hin? Nur mal kurz an die frische Luft. Lisa geht's gerade nicht so gut. Okay, aber nicht für lange und bleibt unten bei der Haustür. Ja klar, machen wir. Bis später. Lisa befinden sich draußen auf der Straße. Die beiden beratschlagen darüber, ob sie sich auf eine Bank setzen sollen, obwohl es ja eigentlich für Juden verboten ist. Mensch, da fühlt man sich ja gleich viel freier unter diesen dämlichen Judenstern an der Jacke. Inge, nicht so laut. Ach, wer das sonst denn hören? Der ist doch gerade weit und breit, jeder. Komm, lass uns da vorne auf die Bank setzen. Aber es ist uns Juden da verboten, sich dort auf die Bank zu setzen. Aber jetzt sieht doch keiner, dass wir Juden sind, also komm schon. Inge und Lisa haben sich auf eine Bank gesetzt, die für sie verboten ist. Dabei werden sie von ihrer alten Lehrerin erwischt. Siehste, jetzt sitzen wir schon. Hat da ja nicht weh, oder? Inge, das ist überhaupt nicht witzig. Mensch, guck mal, wer da vorne kommt. Oh Mist, was will unsere alte Lehrerin hier? Komm, lass uns schnell von ihr verschwinden. Hä, wer seid ihr denn? Seid ihr berechtigt, auf dieser Bank zu sitzen? Moment mal, euch zwei kenne ich doch. Inge, Lisa. Aber klar, Mensch, was macht ihr denn hier? Wir... Seid ihr denn verrückt, euch einfach auf diese Bank zu setzen? Keine Angst, ich bin nicht gegen Juden. Offiziell natürlich schon, weil ich sonst selber in ein Gefängnis eingewiesen werden würde. Aber was soll man heutzutage auch noch machen, außer sich mit Lügen weiterzuhelfen? Nee, sie verraten uns sonst nicht. Nein, natürlich nicht. Trotzdem ist es sehr gefährlich für euch, hier einfach so rumzulaufen. Und euch dann auf so eine Bank zu setzen. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Wir wollten uns einfach mal wieder frei fühlen. Kann ich natürlich verstehen. Aber es ist momentan eher schwer, sich frei zu fühlen. Was hättet ihr denn gemacht, wenn nicht ich, sondern jemand anders euch hier gesehen hat? Wir hätten euch das sofort an euren Judenstern erkannt. Ihr habt es doch nicht gewagt, euch einfach ohne euren Judenstern aus der Tür zu trauen. Wir hatten einfach keine Lust, immer gleich wieder als Jude erkannt zu werden, sobald man auf die Straße geht. Wissen Sie eigentlich, wie unangenehm das ist? Nein, natürlich weiß ich das nicht. Aber bevor wir uns jetzt noch länger bei dieser Bank aufhalten, bringe ich euch lieber nach Hause. In meiner Anwesenheit sollte euch so schnell nichts passieren. Na gut. Okay. Inge, Lisa und ihre alte Lehrerin befinden sich bei Inge im Haus. Die drei wechseln noch ein paar verabschiedende Worte. Jetzt seid ihr wieder in Sicherheit. Bitte versprecht mir, dass ihr so etwas in Zukunft nie wieder macht. Wirklich. Ich habe euch früher sehr in meinem Unterricht gemocht. Ich möchte nicht, dass ihr wegen so etwas später einmal in mein Gefängnis kommt. Habt ihr mich verstanden? Ja. Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch alles Gute für eure weitere Zukunft. Und vielleicht läuft man sich aber später mal über den Weg. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und danke nochmal.
Danke und alles Gute. Kein Problem.